So. Gut, da gibt es ja noch einen Sektor, den ich anschauen will. Ansonsten tucke ich ihn durch die Gegend und hol mir Rubine. So. Ansonsten wieder weit und breit nichts zu sehen. Uiuiui. Weit und breit nichts zu sehen. Da kommt der Front von Riesenblobfischen. Wow. So viele. Und ein Schatz? Ein Schatz, ein Schatz, ein Schatz, ein Mini-Schatz, ein Mini-Schatz. Ist mir aber egal. Ich will den Schatz. So. Okay, jetzt müsste ich eigentlich ein Stück weit zurück. Oh! Wow. Der macht Aua. Aber zum Glück habe ich A, genügend Leben und B, auch Geduld. Obwohl ich nicht mehr viel davon habe. Von letzterem. Aber naja, viele Rubine brauche ich hier. Ah, genau, da kommen wir auch mal hin. So, gehe ich mal zum Fisch. So. Und da gibt es nur noch drei Inseln, die kartografiert werden müssen. Hey, Jüngling. Gut. Da mal her damit. Südliche Triangelinsel. Wenn du dich von hier aus geradewegs nach Norden begibst, kommst du zu einer Insel namens Portemonnaie, auf der ein berühmter Fotomeister wohnt. Er weiß wirklich alles über Lichtbilder und kann dir aufgrund seiner Erfahrung so einiges beibringen, da bin ich mir sicher. Angeblich soll er sogar legendäre Lichtbilder besitzen und diese wie sein Augapfel hüten. So wertvoll müssen die sein. Aber sag mal, was sind eigentlich Lichtbilder? Das wäre soweit von mir. Jo, ist ja schon gut, wenn man legendäre Lichtbilder kennt, aber nicht weiß, was Lichtbilder sind. Ach, blöde Fische. So, düst mal hier mal ab. Du nervst eh nur. So. Gut, kartografieren will ich im Moment nichts. Ich gehe mal zu Isla Stalagmitica zurück. Und auf dem Weg hoffe ich, dass ich ein paar Schätze finde, die ich mitnehmen kann. Ich meine, so 900 ist nicht mehr viel. So. Eieiei. Und dann kaufe ich es mir endlich. Und dann geht's endlich los. Zum letzten Tempel. Gibt ja nur zwei Tempel, wo ich besuchen soll, wegen den Weißen. Ah, da haben wir ganz viel. Da haben wir ganz viel. So. Anhalten, Schatz holen und freuen ist jetzt angesagt. Yeah! So, tuckern wir zum nächsten. So, bevor der Fisch mir hier in die Quere kommt, ich hab's. Yay! So, violetter Rubin. Aber mir kommt es irgendwie so vor, als wären die echt wie ein Böse entschärft gewesen. Ich kann mich, glaube ich, an früher erinnern, wo es mich auch mal schon mal bei den Haifischen rausgehauen hat aus dem Boot, wo ich extra zurückschwimmen musste. Also ich glaube, die... Ich weiß es zwar nicht mehr genau, weil ich wirklich seit Ewigkeiten kein Zelda mehr gespielt habe. Also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, falls das jetzt nicht stimmt, aber früher war das schon wie ein Herd auf der See. Falls jemand hier noch die GameCube-Version kennt, schreibt mir in den Kommentaren, wie das, ob ich recht habe, sag ich mal. Weil, wirklich, kommt mir irgendwie so leicht davor, Easy-Mode-mäßig. Kann mir jetzt heutzutage rumtuckern mit dem Schiff durch die Welt und, oh ja, trifft mich ein Gegner, trifft mich halt keiner. Ist mir egal, verliere ich halt ein Viertel halbes Herz. Früher war die See rauer einfach. Harte Männer. So. Und jetzt habe ich die 900 geschafft.
So, und erstmal weg hier. Bloß weg hier. Mal schauen. Drei Augenriff. Westliches Feenkordial. Ah, Isla Stalagmitica. Da ist sie. Dann müssen wir Kursänderungen nach da nehmen. Okay. Auf einen letzten Kauf in diesem besonderen Terry-Laden, auf das er dann ausverkauft ist. Wobei ich das nicht glaube. Aber seine besonderen Angebote sind weg. Yeah. Und... wow. Ganz schöner Wetterumschwung hier. Aber egal. Das hält uns nicht auf. Wir flitzen trotzdem hier übers Meer. So. Nachtentempel wartet ja auch nochmal ganz gehörige Seefahrtabenteuer auf uns. Da habe ich wenigstens die große Arbeit mit Kartografieren abgenommen. Und eine Treeforce-Karte, weil dann müssen wir die Treeforce-Splitter suchen. So, Terry. Hold on. Nein. Ich habe tatsächlich wieder A gedrückt. So. Schneller. So, ich stehe. Der wollte mein Boot rammen, oder? Der wollte echt mein Boot rammen. Das geht gar nicht. Das ist mein Boot. Ich schließe meinen Laden schon in 4 Tagen. Lassen Sie sich meinen Räumungsverkauf also auf keinen Fall entgehen. Ja klar. Spezialkarte. So, kaufen wir deine oder Rubine. So, haben wir auch einen Schatz. Oh, vielen, vielen Dank. Ist der Kunde glücklich, bin ich auch glücklich. So. Pfeile und Bomben brauchen wir nicht. Deswegen, ciao, Terry. Ich finde sein Helm irgendwie lustig. Voll zu groß. So. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der wirklich dann weg gewesen wäre. Aber egal. Wir machen jetzt erstmal weiter. Ich gehe zum nächsten Weißen. Da gehen wir zum nächsten Tempel. Und dann besiegen wir den Imposter. So, nächste Weise ist nicht auf Draconia, da habe ich mich jetzt vertippt. Nicht auf Ichthusk, sondern auf Tantopia. Wir mal nehmen den Schnellkurs mit Air-Wirbelsturm und wirbeln dahin. Ich denke mir auch dauernd irgendwie neue Namen aus für meine Airline. Air. Bedingt. Wind. Keine Ahnung. Aber es stört mich nicht. Ist ja eher klasse. So. So, gehe ich nochmal hin. Gehe ich mal bei Terry einkaufen. So. Und kaufen wir mal schnell Futter. Hereinspaziert, das ist mir jedes Mal eine Ehre. So. Na, 30 Rubine haben wir noch. Jetzt sind wir aber Schlucke erst. So, 26 Punkte gesammelt. Aber ich brauche jetzt nichts mehr. Aber die Putt-Putt-Frucht, die brauchen wir in Zukunft öfters. So. So, dann merkt man hier schon, ist was anders. Nämlich hier steigen Töne raus aus dem Wasserfall. Ist unnormal, ist auch richtig so. Denn wir besuchen den nächsten Weißen. Und wer das ist, tja. Meisten müssen es eigentlich schon erraten haben. Für die, die es nicht wissen, das gibt's hier jetzt gleich zu sehen. Wow. Rein in den Wasserfall. So. Hallihallo, Makoros. Oh, werter Freund Teron. Es ist schön, dich nach so langer Zeit wieder zu treffen. Es spricht für dich, dass du mich so ohne weiteres hier in meinen kleinen Versteck gefunden hast. Wie, was ich hier mache? Ich habe hier das Stück geprobt, das ich nächstes Jahr bei der Zeremonie spielen will. Wenn die anderen es schon vorher hören würden, wäre das doch langweilig. Findest du nicht? Was? Man kann es von draußen überdeutlich hören? Ach so. Ich war mir sicher, das Rauschen des Wasserfalls würde es übertönen. Ich werde von nun an leiser proben. Bloß nicht. Sonst, ja, hören wir ihn gar nicht mehr. Aber das ist doch ein Taktstock. Dann bist du also ein Dirigent, Teron? Das ist ja fantastisch. Dann wirst du mich also ein wenig dirigieren?
Welches Stück spielen wir denn? Ich kann es kaum erwarten. So, was haben wir gebraucht? Wir brauchten das Hymn des Terregottes. Oder was? Nee, Zephyrgott brauchten wir doch. Ich komme mit den Namen durcheinander. Immer genau, wenn ich es brauche. Was ist das nur für ein seltsames Gefühl, das mich da umfängt? Beinahe so, als würde ich dieses Stück kennen. Werter Freund Theron, dank dem heiligen Lied, das du mir überbracht hast, wurde mir meine Bestimmung als Weiser des Zephyr-Tempels in Bewusstsein gerufen. Meine Aufgabe ist es, das Masterschwert, das du mit dir führst, wieder zu seiner alten Stärke erwachen zu lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Bitte geleite mich zum Zephyr-Tempel, werter Freund Theron. Schon aus dem Grund, damit mein Vorfahre in Frieden ruhen kann. Gut, dann machen wir uns auf gleich. Natürlich nur mit Air Terron Wirbelsturm AG GmbH Inc. Keine Ahnung, was ich sonst noch nehmen kann. Und dann gehen wir zum nächsten Tempel, nämlich den Zephyr-Tempel. Diesmal bin ich mir bei Namen sicher zumindest. So, dann legen wir auch gleich mal los. Den sehen wir ja gleich mal hier im Hintergrund. Und dann gehen wir auch gleich rein. Zum letzten Tempel. Und mal schauen, wie war denn der Boss eigentlich da? Gut, ich habe den letzten Boss auch vergessen. Und dann würde ich direkt vor ihm stand. Ach ja, da war ja was. Aber gut. Hui, springen. Wo ist Makoros eigentlich hier auf dem Boot? Ist er überhaupt dabei? Sehe ich hier kaum. Ach, der ist da vorne! Da vorne auf. Ha, da ist er. Haben wir ihn von hinten gesehen. Fast gar nicht erkannt. Theron. Genau wie es mit Medoli der Fall war, verfügt bestimmt auch Makoros über irgendeine besondere Fähigkeit. Es ist deine Aufgabe, diese an den Tag zu bringen. Haltet zusammen und helft euch gegenseitig. Dann werdet ihr auch die Strapazen dieses Tempels überwinden können. Da bin ich mir sicher. Gut, dann legen wir gleich mal los und gehen hier rein. So. Los, Makoros. Genau wie im letzten Tempel geht es die Steinwand auseinander und zerbricht dann wie durch Zauberhand. It's magic.